sind in Deutsch-Wagram beim experimentellen Malen, in einem wunderschönen Ambiente im Erzherzog Karlhaus. Was passiert da eigentlich? Naja, es ist so, dass wir uns hier praktisch zusammenfinden, dass wir einfach mit den Farben arbeiten, das schöne Miteinander genießen. Jeder hat so seinen Stil und ich möchte auch jeden bei seinem Stil sozusagen nehmen, also genau dort, wo er steht, ein Stück sozusagen gehen. Also dass man sagt, okay, einer ist gegenständlicher, einer ist abstrakt. Und genau von der Ecke, wenn er sagt, nein, ich will das oder das ausprobieren, also experimentieren, das ist eigentlich der Punkt, was wir hier tun. Und es ist auch schön, dass immer wieder die Leute, die schon mal da waren, wiederkommen. Und dadurch entsteht eine schöne Gemeinschaft, wo dann auch, wenn ein Neuer dazu kommt, sich gerne mal aufgenommen fühlt. Und ich bin zwar da, ich erzähle am Anfang auch was, aber ich moderiere das Ganze auch. Und versuche auch niemanden zu überfordern. Und es gibt von wenig Ahnung bis wirklich gute Sachen, gibt es alles. Und dann gibt es immer eine schöne Vernissage auch dazu. Es spielt sich ja auch sehr viel normalerweise im Freien ab. Heute spielt das Wetter sicher nicht ganz mit. Ja. Normalerweise läuft auch Musik. Die haben wir jetzt natürlich müssen abdrehen, weil wir wollen ja, ja da auch keine Freude machen. Ja, also das ist natürlich das, wo man sagt, die Musik unterstützt das. Das fördert meiner Meinung nach ein bisschen, dass man das Hirn frei bekommt, dass man die Alltagssorgen hinter sich lässt, dass man sagt, okay, ich konzentriere mich auf was. Oft ist es ja so, dass man durch diese vielen Eindrücke sich nicht mehr konzentrieren kann. Und wenn man irgendein schönes Hobby hat oder irgendwo sagt, da entsteht ein bisschen ein Flow, das ist der Punkt. Und den möchte ich da immer wieder erzeugen, nämlich bei jedem Einzelnen. Also ich habe es beim Malen immer wieder, da entstehen dann ganz interessante Dinge, aber mich freut es auch sehr, wenn ich das bei anderen erzeugen kann, nämlich dass die sagen, na jetzt passt's und jetzt probiere was aus und dann ist man ganz erstaunt, was man da an dem Tag gemacht hat. Es ist so, dass wenn das morgen fertig ist, die Leute einfach nicht ihre Sachen nehmen und das ist gelaufen, sondern es gibt eine Vernissage. Ja, und zwar am 25. am Freitag ab 18.30 Uhr gibt es eine Vernissage. Und das wird also einmal einmoderiert von dem Herrn Franz Spehn und mir. Und dann kommen wir daher, also genau in diesen Räumlichkeiten, werden dann die Bilder sozusagen gehangen. Das passt auch immer gut zusammen und ich bin immer wieder sehr erstaunt, wie schön die Sachen alle sind. Und in diesem Fall gibt es auch noch Live-Musik. Das heißt, es wird dann je nach Wetterlage unten gespielt oder wo man halt dann sagt, das passt zum Wetter. Und als Abschluss und kleiner Höhepunkt, ich beschäftige mich ja auch mit Lichtobjekten, Licht im Allgemeinen, und da mache ich eine Lichtperformance. Das bedeutet, dass man so mit Farben versucht, Stimmungen zu erzeugen. Letztendlich soll es dann im Spa-Bereich oder in einem meditativen Ambiente funktionieren, aber es gibt natürlich dann auch ein paar Lieder, die ein bisschen Disco darstellen. Und das ist auch improvisiert. Also es gibt dann einfach Dinge, wo man sagt, ja, da wartet man ein bisschen auf das Feedback und gibt noch eine Zugabe oder dieses und jenes. Muss man schauen, wie das Publikum reagiert. Bin ich auch selber neugierig am Freitag. Und auch das am Freitag ist nicht hinter verschlossenen Türen, sondern ist frei zugänglich. Ist genau, es ist eben frei zugänglich. Und wie gesagt, es ist immer schön, wie man halt dann auch merkt, dass die Leute selber will mitnehmen, wie dann einfach da auch wieder eine schöne Stimmung entsteht.